Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind hier zurück bei The Binding of Isaac Rebirth und wir gehen ins Spiel mit dem Zufall. Ja. Und der Zufall hat uns den Lost gegeben. Sehen wir es von der positiven Seite, wir brauchen nur ein Wiederbelebungs-Item. Wir brauchen nur ein Wiederbelebungs-Item, wow. Und dieser Lauf ist in der... Okay. Hallo und herzlich willkommen. Wir machen nochmal Zufall, okay? Okay, Maggie. Mit Maggie habe ich lange nicht mehr gespielt. Das ist okay. Ja, es Lost ist... Ich konnte mich gerade nicht drauf einstellen. Wir haben eine XL-Ebene. Dementsprechend sollten wir versuchen, kein Damage zu nehmen. Einfach nur für die beste Chance auf einen Devil-Deal. Ich weiß immer nicht so ganz genau, wie das mit der XL-Ebene funktioniert. Weil das... Manchmal, also es gibt immer Leute, die sagen, und meine eigene Erfahrung hat das da eigentlich auch fast so bestätigt, dass, ja, wobei, das kann ich so nicht sagen. Ja, es gibt auf jeden Fall so dieses Gerücht, dass man nur beim zweiten Boss, also dass der zweite Boss quasi als Teufelsstil-Ebene zählt und dass man überall Damage nehmen darf in der ersten XL-Ebene, außer beim zweiten Boss nicht. Aber, ja, ich weiß nicht, ob das stimmt und... Dementsprechend lassen wir das einfach mal mit dem Damage nehmen. Und wir probieren locker flockig hier ein bisschen, ja, ein bisschen was rauszuholen. Ein bisschen was rausholen aus der Ebene. Mal gucken, was wir für zwei Items bekommen. Ja, leider keinen Schlüssel. Das wäre auf jeden Fall auch ziemlich nice. Das Rotten Baby ist auf jeden Fall mega gut. Und ja, eventuell ist das ja auch ein morgendlicher Morgenpart. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen. Und ja... Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es eigentlich schon gut, aber ich bin schon wieder fast. Ich habe den ganzen Tag nichts gemacht und das Traurige ist, ich sitze hier und denke mir so, warum? Warum habe ich den ganzen Tag nichts gemacht? Gut, ich kann euch sagen, warum, weil es einfach so fucking heiß ist, dass ich mir denke, fuck off, Alter, fuck einfach off. Das kotzt mich an. Aber das ist halt komplett der falsche Weg. Das ist der komplett falsche Weg. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie so, ja, irgendwie traurig oder... Oh, bin ich doof. Okay. Ich will... Nein, nicht explodieren. Okay, warte, die Bombe können wir auf jeden Fall benutzen. Das müssen wir nur ein bisschen intelligenter anstellen, weil die liegt ein bisschen doof. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich glaube an mich. Ja, auf jeden Fall... ja, es ist okay. Ich bin durchaus zufrieden mit mir. Aber... ja, ich habe heute zu wenig gemacht. Das hat mich ein bisschen gestört, aber das Wetter hat mich so ein bisschen runtergezogen, wisst ihr? Und das ist schwierig, weil da musst du irgendwie gegen ankommen. Ach, komm schon. Die ist nicht richtig geflutscht. Die ist nicht so richtig flums geflutscht. Versteht ihr? So flums halt. Er hat sie nicht gemacht. Aber gut, Bombe. Wenn du das so möchtest, dann ist es okay. Ja, keine Ahnung. Wisst ihr, was das Allerschlimmste bei diesem Wetter ist? Dass du alles, was du anziehst, im Grunde nur einmal anziehen kannst. Und wisst ihr, was daraufhin noch schlimmer ist? Wenn ich Dinge auf der Arbeit anziehe, dann sind die im Grunde kontaminiert. Dann musst du die im Grunde wegschmeißen, weil wenn dir ein Mensch nochmal in die Hände... Das ist alles so verschwitzt und ekelig. Man muss die natürlich nicht wegschmeißen, man muss sie einfach waschen. Aber ja, ihr versteht vielleicht, ne? Es ist einfach, es ist alles so schwitzig und du kannst Dinge... Du musst doch nicht mal jetzt weggehen oder so. Du ziehst ein T-Shirt im Zimmer an, ja, bei mir ist es zumindest so, und du machst nichts. Du sitzt einfach nur in deinem Zimmer und du musst trotzdem musst du dieses T-Shirt waschen, weil es einfach, du bist einfach ran. Also du kannst es nicht nochmal anziehen. Ja, und ich bin so ein richtiger, was so Wäschewaschen angeht, bin ich so ein richtiger Muffel. Ich versuche immer meine Wäsche irgendwie so einzuteilen, dass ich so lange wie möglich damit auskomme. Ich achte natürlich schon immer darauf, dass ich schon irgendwie saubere Kleidung anhabe. Aber ich probiere es halt immer irgendwie so hinzubiegen, dass ich so lange wie möglich damit auskomme. Was doof ist, weil man kann einfach waschen gehen. Ja, das ist gar nicht so schlimm und umständlich. Naja. Aber man ist dann halt wieder ein bisschen bequem. Aber jetzt im Sommer muss man auf jeden Fall öfter waschen. Ich hatte sogar schon mal die... ich hatte schon tatsächlich schon mal so diese Sache, dass ich mir dachte, dass ich irgendwann mal geguckt habe und gesehen habe, okay, ich habe jetzt nur noch ein T-Shirt, ein Hemd im Schrank.
Ja, ich habe noch ein Hemd und dann war es das. Ich muss waschen. Ich habe nur noch eine Sache zum Anziehen. Das kann ich jetzt noch einen Tag anziehen. Höchstens vielleicht zwei. Ja, und dann musst du waschen. Und tatsächlich bin ich dann auch... Ich bin tatsächlich so, dass ich... Das habe ich einmal gemacht, ja, aber das muss man sich einfach mal reinziehen. Da bin ich tatsächlich einkaufen gegangen und habe mir ein neues Hemd, neues T-Shirt und so gekauft. Neue T-Shirts und ein Hemd und so dies, das und jenes. Nur, damit ich noch ein paar Tage Zeit hatte, wo ich das Waschen aufschieben konnte. Das war dumm. Ja, wobei, ich muss so oder so meinen Schrank aufstocken. Also das ist, im Grunde war das schon okay. Es war jetzt nicht rausgeschmissenes Geld, ne? Ich hätte so oder so einkaufen müssen, aber der Zeitpunkt war natürlich ein bisschen bezeichnend, sag ich mal. Bezeichnend, ja. So kann man das nennen. Bad Trip. Ich habe gerade noch drüber nachgedacht und dachte mir, maybe it is a bad trip, but maybe not. Und dann, ja, ich weiß auch nicht, hätte es einsetzen sollen, wenn er springt, aber ich dachte mir, hey, vielleicht habe ich ja richtig Glück. Hatte ich nicht, okay. Ach ja, keine Ahnung. Und ja, so geht das Leben, ne? Das Wetter ist wirklich, wirklich auf jeden Fall anstrengend. Aber meine Güte, du hast halt nichts davon, wenn du dich davon erschlagen lässt. Klar, ja, du hast einfach nichts davon. Man muss irgendwie den Weg finden, der am besten ist, um damit irgendwie klarzukommen. Und da trotzdem produktiv zu sein. Naja, ich bin auf der Suche, ich bin am Gucken, ich bin am Ausprobieren. Das kriege ich früher oder später schon alles hin. Ja, ja. Ich bin da optimistisch, meine lieben Freunde. Ich bin da optimistisch as hell. Ich gehe jetzt noch kurz in den Shop und gucke mir das mal an, was es dort so gibt. Ich habe nämlich 15 Münzen. Also, scheiß drauf. Ja. 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 Ja, 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 ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich das blaue Herzchen kaufe. Aber dann dachte ich mir, okay, nimm die Karte, weil dann da kriegst du auf jeden Fall ein blaues oder jetzt schwarzes Herzchen raus durch einen Geheimraum mit Sicherheit. Ja, jetzt habe ich natürlich keine Bombe mehr für den anderen Geheimraum. Ja, weiß ich auch nicht. Nimmt man da die blaue Karte mit? Auf jeden Fall. Es ist durchaus in meinem Kopf, dass ich mich da anders entscheide. Dass ich mir nur das blaue Herzchen kaufe und mir denke, tschüss. Wenn da ein Schlüssel gewesen wäre, hätte ich einen Schlüssel gekauft. Bumm, fertig, aus, Mickey Mouse. Ja. Oh mein Gott. Dankeschön. Okay. Der liebe Gott mag mich heute wohl. Der hat sich so gedacht, ach komm. Es ist wirklich so heiß und der Quangel ist so fleißig und nimmt jetzt noch auf. Ich glaube, ich schenke ihm mal den Goathead. Und da dachte ich, da muss ich einfach sagen, danke. Das ist ein cooler Typ, weißt du. Der ist ein strenger Typ, der liebe Gott, aber der weiß auch mal, einfach Gefallen zu tun. Ne? Der weiß auch, wie er dir einfach mal was Gutes tun kann. Das ist ihm auch wichtig und das deswegen mag ich den so sehr. Wisst ihr, das ist einfach ein richtig cooler Typ, der liebe Gott. Wie hast du mich getroffen? Ich habe die Kugel nicht gesehen. Ich habe gesehen, wo er gespawnt ist, so irgendwie in meinem Augenwinkel. Und ich konnte aber nicht so richtig einsehen, wo seine Kugeln herfliegen. Aber in meinem Gefühl dachte ich eigentlich, ich bin gut ausgewichen. Bin ich aber nicht. Schade auf jeden Fall. Ich dachte eigentlich, das hätte ich gut gemacht. Naja. Ich kann fliegen. Fliegen, fliegen, fliegen. So. Bams. Bams. Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, dass gestern am Freitag, für alle, die das hier aktuell gucken, gestern am Freitag, beziehungsweise am letzten Freitag kam kein Video raus und ja, das lag tatsächlich, das hatte tatsächlich einen Grund, wenn man das so sagen darf. Und zwar den folgenden, ja, Ausrede aktiviert. Ich hatte wieder Halsschmerzen. Ich war am Donnerstag arbeiten und ja, es war mega heiß, ich habe unfassbar geschwitzt und auf der anderen Seite habe ich aber auch, war es aber auch kalt, vor allen Dingen im Keller, ich arbeite ja bla und dann war ich im Keller in dem Laden und, also so ein Nebenjob, ne, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich arbeite richtig, keine Angst.
Auf jeden Fall so ein Nebenjob und da bin ich halt dann auch im Keller und boah, im Keller ist es dann doch schon wieder ein bisschen kühl, macht aber nichts, weißt du, das ist wieder dieses Ding, wo ich letztens, glaube ich, schon mal drüber geredet habe, so dieses, es ist egal, ob du warm oder kalt gerade hast, Hauptsache, du schwitzt, egal was passiert, einfach nur, weil momentan so diese heiße Atmosphäre oder so ist, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, es war so diese Kombo aus richtig heiß, richtig am Schwitzen und dann noch im kalten Keller gewesen. Auf jeden Fall habe ich dann, ich hatte an dem Tag wieder richtig, richtig Husten und ich konnte einfach nicht aufnehmen. Es ging nicht, wirklich, es ging nicht. Ich hab's probiert mehrmals. Ich glaube, deswegen war auch meine Streak weg. Ich weiß nicht genau, ob ich eine hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hab's probiert, wirklich, und ja, es ging nicht. Und dann dachte ich mir auch, okay, ich stress mich jetzt nicht. Es bringt nichts, wenn ich mich stresse. Ich kann es nicht erzwingen und keine Ahnung. Es läuft momentan ja sowieso nicht so gut auf meinem Kanal, womit ich leben kann, weil ich weiß, dass ich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen was liefern muss. Und ich habe da auch auf jeden Fall schon wieder coole Pläne. Ist natürlich dann wieder die Frage, inwiefern man das umsetzt. Aber auch da bin ich sehr positiv gestimmt eigentlich. Dieses eigentlich, ne? Es hätte sich so gut angehört, wenn da dieses eigentlich nicht gewesen wäre. Also Leute, ihr könnt euch auf eine tolle Zukunft freuen. Eigentlich. Schatz, ich liebe dich. Eigentlich. Dieses eigentlich, irgendeine Art von Magie wird durch dieses eigentlich zerstört. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich habe schon wieder Ideen, ich habe Dinge, die ich gerne machen würde und ich habe auch schon in meinem Kopf auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krasse Bilder, dass ich das auch mache. da müssen wir mal gucken. Ich habe zum Beispiel, ich würde gerne immer noch mein GTA-Projekt starten. Mein GTA-Projekt, das habe ich damals so ein bisschen auf Eis gelegt, weil es so ein bisschen an Moggy erinnert hat. Also der Moggy hat ja auf seinem Hauptkanal so eine GTA-5-Story gemacht und ich hatte sowas Ähnliches in Planung. Ich wollte das ein bisschen mehr Richtung Let's Play machen, also nicht nicht so komplett ganz, ich weiß nicht genau, inwiefern sich das unterscheiden würde. Auf jeden Fall würde ich es ein bisschen mehr, also ich habe zumindest geplant, dass ich es öfters bringe, ich weiß nicht, zweimal die Woche, einmal die Woche, dementsprechend ja, schon vielleicht ein bisschen mehr Richtung Let's Play. Und aber schon auch so, ich wollte halt einfach quasi eine kleine Geschichte erzählen in GTA. Genauso wie Mock das halt gemacht hat. Und weil Mock das halt damals angefangen hat vor mir, hatte ich dann halt keine Lust zu machen. Und dann haben alle hätten alle gesagt, abgeguckt. Und hatte ich keine Lust drauf. Da bin ich auf jeden Fall im Kopf schon wieder am Überlegen, wie ich das jetzt umsetzen könnte, ob ich das umsetzen möchte und kann. Und dann auf jeden Fall meine scripted Videos. Ich habe da auch wieder so eine, ich habe eine Idee. Ich habe keine Idee. Ich habe halt einfach so Gedankenfetzen. Ich habe noch kein richtiges Konzept, aber ich habe verschiedene Bilder und Ideen, die halt so noch ein bisschen zusammenhangslos sind. Ich glaube, das ist normal, oder? Ich weiß nicht, ich habe halt noch nicht so das richtige Konzept für mich irgendwie herausgefunden, aber auch da bin ich viel am Überlegen. Und das nächste Video ist Mario Kart 8. An das wollte ich mich tatsächlich jetzt auch relativ bald dran setzen. Ich habe noch ein Referat für die Uni zu machen, wahrscheinlich, muss ich mal gucken. Und das ist auch noch momentan so ein bisschen hinderlich. Es gibt heute übrigens auch keinen 24-Stunden-Stream für alle, die das hier aktuell gucken. Das mit dem Hals am Donnerstag hat mir einfach gezeigt, dass ich dann noch nicht so hundertprozentig gesund bin und ich wechsle jetzt auch zu Twitch am Mittwoch, also am Mittwoch streame ich auf Twitch dann und ich habe einfach gesehen, dass ich noch nicht so hundertprozentig fit bin und ich muss auch meine Videos aufnehmen etc. pp. Ich habe einfach gesehen, okay, ich kann meinen Hals jetzt hier nicht, ich kann nicht riskieren, dass es wieder schlimmer wird. Ich muss da ein bisschen drauf achten. Weil es halt einfach wichtig für mich ist, dass es funktioniert. Und dementsprechend, ja. Deswegen fällt dieser 24-Stunden-Stream aus. Und das finde ich auch sehr schade, weil ich eigentlich schon Lust drauf hatte. Aber
Dafür gibt es die Woche danach, also jetzt nicht dieses Wochenende, sondern in einer Woche. Das kann ich hier schon ankündigen. In einer Woche, also heute in einer Woche. Heute ist der 18., also am 25. wahrscheinlich, gibt es einen 24-Stunden-Stream. Auf Twitch. Genau, und da werden wir auf jeden Fall ordentlich abrocken. Das wird ziemlich nice. Da werden wir Twitch mal zeigen, wie man einen richtigen Stream macht. Oder? Ich würde sagen, das machen wir. Wow, 3 Tiersappillen. Heidewitzka. Heidewitzka und begann die Therapie. Er nahm Skalpell und Schere, 12 Banner und ein Beil. Nach 10 Minuten war dann der Gefrierkopf wieder heil. Ich hab den Blues. Ich hab den großen Onkel Quetschungsblues. Und meinen Fuß. Den kühl ich, wow. Jetzt mit Apfelkompott. Ja, nee. danke. War ein guter Witz, war gut gemeint, aber nee. War jetzt auch nicht so lustig, Kumpel. Weißt du selber, ne? Bam, Alter. Heidewitzka. Heidewitzka. Wow. Das ist ein cooler Lauf. Der gefällt mir. Der gefällt mir ziemlich sehr. Ja. Ich weiß momentan nicht so genau, ob ich 2 Videos Isaac am Wochenende bringen soll. Heute ist ja Wochenende. Das dürfte... Eventuell ist es nicht der morgendliche Morgen, weil ich vielleicht... Ja, eigentlich gibt es keinen Grund, dass das nicht der morgendliche Morgen ist. Eigentlich gibt es keinen Grund. Wenn der nicht am morgendlichen Morgen kommt, war ich einfach faul. Und, oh, und dann hasse ich mich selber. Nein, das heißt faul, ne? Man hat halt dies und das zu tun, aber... grundsätzlich sollte das schon gut klappen und... Jups. Ja, das war eine... Ja, das war... Nearly perfect. Ja, nearly perfect. Ich weiß nicht genau. Momentan, also... Isaac ist sehr schwach momentan, ja, was so Daumen angeht und auch Views und generell ist mein Kanal momentan ziemlich schwach und ich weiß nicht, ob 2 Parts Isaac am Wochenende vielleicht zu viel sind. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich ein paar unter euch, die sich das auch gerne angucken würden und wenn neue Leute kommen und die auch Spaß dran haben, würden die wahrscheinlich auch gerne lieber mehr als wenig sehen. Von daher wäre es, glaube ich, sinnvoller, wenn... Ja, und ich habe ja auch ein gewisses Bild von meinem Kanal im Kopf und in meinen Planungen, ich plane ja mit 2 Videos Isaac am Tag. Ja, sobald Afterbirth rauskommt, will ich das ja sowieso machen. Da werden wir dann wahrscheinlich immer den Daily ran und einen normalen Lauf machen. Ja, von daher wahrscheinlich kommt doch ein 2. Part heute. Müssen wir mal gucken. Also wenn ich schaffe, müssen wir mal schauen. Aber ja, ich glaube es ist schon besser. Ich habe gerade für mich entschieden, dass ich das... Ich möchte das halt so, wisst ihr? Auch wenn die Videos nur 10 Daumen hoch haben. Ich will halt einfach, dass mein Kanal so ist, wie ich den gerne haben würde. Ja. Was ich gerne ein bisschen bearbeiten würde, wäre mein Thumbnail. Für Isaac und für generell. Generell mein Thumbnail-Layout muss ich nochmal überarbeiten. Das muss ein bisschen kerniger werden. Ein bisschen... Mit ein bisschen mehr Power irgendwie. Aber das ist nicht so einfach. Ich bin halt leider noch nicht der krasseste Dude in Photoshop. Aber auch da hilft alles nichts, ne? Da muss halt dranbleiben und... Ich könnte ein bisschen spenden. Da muss halt einfach dranbleiben und ein bisschen üben. Übung macht den Meister, keine Ahnung. Photoshoppen. Da muss ich mich auf jeden Fall weiterbilden. Da muss ich mal gucken, ob es gute Tutorials gibt. Also so wirklich gute Tutorials, wo man auch was lernt. Ich weiß nicht. Grundsätzlich, ach, keine Ahnung. Tutorials sind immer so eine Sache. Du musst halt eigentlich so speziell direkt suchen. Das, was du halt gerne wissen willst, das suchst du dann und dann findest du da ein Video zu. Aber ich weiß ja nicht immer so genau, was ich genau speziell gerne hätte. Ich möchte einfach gerne so mein allgemein Wissen in Photoshop. Wisst ihr, so, ich möchte einfach so allgemein ein bisschen besser werden
und mehr das Handwerk einfach ein bisschen besser beherrschen. Deswegen, weiß ich auch nicht so genau. Boah, das war eine gute Kerze. Die kann man so machen. Kann man so machen. Ole, ole. So, warte mal. Hier fängt es an zu scrollen, also dürfte da die Tür sein. Ja. Hallo. Entschuldigen Sie. Ist das der Sonderzug nach Pango? Ich bomb dich mal eben in die Luft. Dankeschön. Ich bomb dich mal eben nach Berlin. Ne, das hört sich falsch an. Nach Berlin bomben sollte man sich nicht. Darüber sind wir. Diese Phase in unserer deutschen Historie, die haben wir überlebt. Die haben wir durchschritten, was auch immer. Wir bomben nicht mehr. Man muss nicht mehr nach Berlin bomben. Wir sind jetzt alle lieb und nett. Dankeschön. So. Hui. Oh, und ich würde so gerne mitnehmen, ne? Ihr glaubt es nicht. Ich würde so gerne mitnehmen. Aber ich darf nicht. Ich habe letztens schon aus Versehen, als ich die Sensen hatte, wieder das Messer mitgenommen. Wahrscheinlich guckt der Typ nicht mehr. Mir hat einer einen Kommentar geschrieben, nimm nicht immer das Messer, das ist langweilig. Und hey, wirklich, das ist ein Kommentar, den kann ich auch irgendwo... Ja gut, nee. Ich kann ihn nicht so richtig nachvollziehen, weil ich das Messer halt liebe. Ja, das wäre so, wie wenn du sagen würdest, sagen wir, du liebst Cola. Ja, und dann würde einer sagen, ja, aber wenn du eine Cola siehst, dann trink die mal nicht. Weißt du, das ist einfach... Natürlich kann man das dann nicht trinken, aber wenn sie doch da ist... Und keiner sonst sie will, dann nehme ich sie doch auch gerne. Aber nee, ich kann das schon verstehen, dass es halt irgendwie ein bisschen... Ja, das Messer ist halt schon auch... Das Messer ist schon eine sehr endgültige Entscheidung. Natürlich, du kannst Brimstone-Messer finden, klar. Das ist eine Kombo, die das Ganze nochmal, ich würde schon sagen, elementar verändert. Aber so im Großen und Ganzen... verändert ist es also eigentlich dann doch wieder eigentlich nicht und... Ja, das Messer ist halt eine sehr endgültige Sache in Isaac. Aber es macht halt voll viel Spaß damit zu spielen und das ist halt so mein Problem dabei. Ja, Problem in Anführungszeichen. Ich mag es einfach damit zu spielen, deswegen kann ich es so schlecht liegen lassen. Aber ich bin gerade auch sehr zufrieden mit meinen Tränen. Ich fühle mich relativ stark, obwohl es gar nicht so stark aussieht und... Ja, wir haben nur 2 Striche. Wahrscheinlich die ganzen Spinnen oder so. Ich weiß es nicht. Was sorgt denn dafür, dass ich mich so gut fühle hier? Ach, vielleicht die Kerze noch? Ja. Ja, das mag sein. Das mag sein. Auf jeden Fall. So. Balls of... Ohne Spaß. Ich habe dran gedacht. Ich dachte mir, boah, doch mit Balls of Steel wäre nice. Und dann ist es das sogar. Das sind so Dinge, die sollte man aussprechen. Die sollte... Weil du kannst sie aussprechen. Und wenn es das dann nicht ist, dann sagst du, okay. Ja, war ein Versuch wert. Aber wenn es das ist, bist du so cool. Dann bist du einfach so ein cooler Typ. Deswegen spreche sie aus, Alter. Speak it out. Nee. Ich möchte meinen Speed nicht verlieren. Ich bin zwar nicht langsam, aber ich bin auch nicht so mega schnell. Und ich möchte einfach gerne... Ich möchte einfach gerne meinen Speed behalten, okay? Speed, wir wollen Speed. Ey, was geht denn, Alter? So, dann gehen wir noch zu dem Geheimraum. Wir haben immer noch nicht den Goldraum gefunden. Doch, haben wir. Ja. Ja, Genius Cornel ist mal wieder am Start. Genius Cornel. Den blauer Stein, ich sehe keinen. Das war ein Reim. Wow. Das war eine Reimkette, Alter. Steintreppe. Ja, es war eine Reimkette aller Steintreppe, versteht ihr? Das ist. Ich hatte mega die. Alter, ich hatte so einen krassen Vergleich heute im Kopf. Na, ich habe ihn vergessen. Ich meine, gut. Also, Pickup-mäßig hat sich das hier mega gelohnt. Ich glaube, wir nehmen sogar den Flatworm mit. Ich meine, der Pulswurm ist auch cool, aber der Flatworm steht dem da eben nichts nach. Nö. Hier ist eine Rot. Ach so, auf der ganzen Ebene hat alles gewürfelt. Ah, da müsste ich vielleicht da auch nochmal hin. Ist egal. Ist egal. Ist not so wichtig, okay?
I should be so lucky. Lucky, lucky, lucky. Und Joker, nee, Two of Diamonds. These diamonds are made for walking. That is what they'll do. These diamonds are made for walking. That is what they'll do. And dim dam dim dim dum dim di dim dim da di du. So, ja, wir haben auf jeden Fall den Devil Deal. Yula Shadow nehme ich mit. 4 Shots nehme ich mit. Wir haben leider um 2 Minuten den Boss Rush verpasst. Was nicht so schlimm ist, weil wir haben nicht den Mörder Damage. Aber ja, ich hätte ihn wahrscheinlich eh nicht gemacht. Ja, seien wir mal realistisch. Ich hätte wahrscheinlich wieder gesagt, nee. Also, schöne Items, aber das lohnt sich jetzt dafür nicht wirklich. Hm. Ja, ich bin einfach immer ein bisschen zu faul. Keine Ahnung, der Bossrush, der dauert so lange. Hm. Ich weiß auch nicht. Ich bin einfach immer, ich denke mir immer so, oh, muss das jetzt sein? Das dauert so lange, der Bossrush. Hm. Also, da muss mich das Item schon echt mega überzeugen. Und selbst dann würde ich wahrscheinlich überlegen. Einfach nur, weil ich mich immer frage, ob sich das lohnt. Naja, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was im Bossrush gewesen ist. Von daher, meine Jüte, scheiß drauf. Da brauchen wir uns jetzt nicht den Kopf mit zerbrechen. Denn das ist dann jetzt auch, hat auch nicht wirklich großen Wert für uns. Ja. Und selbst wenn wir wüssten, was da drinne gewesen wäre, selbst dann hätte es auch keinen großen Wert für uns, weil wir haben ihn halt nicht erreicht. Von daher, fertig aus Mickey Mouse, okay? So, wir haben den Boss gefunden, das freut mich natürlich. Da kriegen wir jetzt nochmal einen Devil Deal. What the fuck? Whoops. Und Speed up. Und Luck up. Und der Matamides. Hm. Okay, ich gehe mal weiter. Tschüss. Oh, Mama Gertie, ich kann fliegen. Und ich habe die Kerze. Ich glaube... Wow. Ich glaube, das ist sehr effektiv gegen dich. Okay. Du hast auf jeden Fall einiges auf Lager. Oh, ein Damage Up. Nice. Und ein Damage Up. Nice. Wäre ein bisschen besser gewesen, wenn wir noch irgendwas gehabt hätten. Und wenn es Bowser Bobby gewesen wäre. Einfach nur, damit wir das rote Herz verlieren. Aber auf der anderen Seite, scheiß drauf. Wenn wir sterben, haben wir eh keine roten Herzen mehr. Dann spawnen wir mit 2 schwarzen und... Das wäre wahrscheinlich auch okay. Und wenn wir sterben würden, ja, dann hätten wir richtig guten Damage und... Ja, das... Wir haben nichts, was so wirklich uns blaue Herzen regelmäßig gibt. Deswegen wäre es auch schon ein bisschen gefährlich. Außer natürlich, Bolts of Steel Pillen, klar. Aber sonst... Haben wir nicht so richtig krasse Dinger, ja... Dementsprechend wäre es jetzt gut, wenn wir nicht unsere Herzen unbedingt wegschmeißen. Auf der anderen Seite könnten wir auch darüber nachdenken, ja. Wir könnten darüber nachdenken, ob wir uns vielleicht doch einfach töten. Ich glaube, das tun wir auch. Ich schmeiß zwar 4 blaue Herzen weg, aber ich hätte dann auch wieder... Oh ja, auf jeden Fall. Scheiß drauf, wir töten uns. Wir müssen uns jetzt nicht um jeden Preis sofort töten. Das ist gar nicht notwendig. Wir... Schauen einfach, dass wir jetzt hier die Ebene irgendwie hinkriegen. Dass wir vielleicht den Boss finden oder so. Dass wir einfach spielen, spielen, spielen. Und irgendwann finden wir dann schon alles Weitere. Und Abel. Ja, G to the G. Abel ist natürlich der Instant Win. Instant Win. Das ist so der Finisher. So, weißt du? Die Batista Bomb von Isaac. Hieß das so? Baptista. Ich glaube, so hieß der. So ein WrestleMania-Star. Ach ja. Das war so meine WrestleMania-Jugend, glaube ich. Baptista und Eddie Guerrero, der dann gestorben ist. Und ja, der Undertaker. Und keine Ahnung. Keine Ahnung. Ihr habt da keine Ahnung. Okay. So. Und Triple H, Alter. Das war so auch so ein richtig großer. Und so ein What the fuck?
Ja, das sind Boys of Steel Pillen. Nice. Und wir haben Bad Trip. Ich glaube, wir gehen hier mit vollen Herzen raus. Ja, Judas Shadow, volle Herzen, bam. Vielleicht nicht komplett volle Herzen, aber schon krass. Ja, und ich glaube, wir können sogar vorher den Boss einfach besiegen. Scheiß drauf. Warum denn nicht? Scheiß drauf. Mal ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Oh, komm schon. Oh, ist nicht angekommen. Schalali, schalala. Ich meine, wir sind jetzt schon nicht so schwach. Ja, wo... Ja. Also, ja, okay. Ja, ist egal. Dann vergessen wir wenigstens nicht, dass wir noch was vorhatten. Genau. Und jetzt holen wir uns die ganzen Millionen von blauen Herzen, die wir hier noch so haben. Bam und bam. Und 3 Stück kriegen wir noch. Eigentlich 4, aber 1 müssen wir ja wieder abgeben. Was war das für eine Karte? Keine Ahnung. Schalali, schalala. Aber scheiß drauf. Und was sagt der Damage? Oh, ich glaube, der Damage sagt, ich bin da, dennoch. Oh, 27 ist ein schneller Lauf. Die Todeskarte. Und jetzt können wir ab zu Isaac. 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 Was soll jetzt noch schief gehen? Das ist ein guter Lauf. Wir hatten gar nicht so viel Damage, aber durch Kohle und auch die blaue Kerze war es, glaube ich, schon relativ stark. Ich habe mich echt stark gefühlt. Dabei hatten wir gar nicht so viel Damage. Ich weiß auch nicht. Es ist echt... Ey, manchmal weißt du echt nicht, wonach du gehen sollst. Manchmal bist du augenscheinlich stark, aber bist dann trotzdem schwach, weil du einfach... Wahrscheinlich haben wir auch eine gute Tiersrate. Das ist so ein Punkt am Damage, den man auch immer nicht so komplett hundertprozentig nachvollzieht, glaube ich. Weil du kannst richtig hohen Damage-Wert haben, wenn du einfach richtig wenig Tränen nur schießt durch einen niedrigen Tierswert. Dann hast du einfach verkackt, dann ist da nicht viel, ja. Dann hast du zwar einen hohen Damage-Wert, aber du machst nicht viel Damage und... Keine Ahnung, es ist schon alles ein bisschen... Ja. Du weißt es einfach manchmal nicht so richtig. Also, du kannst nicht einfach nur nach dem Damage-Wert gehen. Wie gesagt, wir hatten nur 2 Striche, glaube ich. Aber durch die Kohle und durch mein komplettes Spiel, auch die Spinnen wahrscheinlich und so, ich habe mich mega stark gefühlt. Warum... Hast du ernsthaft eine Bombe gelegt? Ich habe nicht hingeguckt, Kumpel. Komm du mir nach Hause, Kumpel. Komm du mir nach Hause. Ohne Spaß. Was soll denn sowas? Das kannst du nicht machen, Richard. Das kannst du doch nicht machen. Was soll ich jetzt der Heideltraut sagen, hä? Sag ich, der Richard, der hat wieder eine Bombe gedroppt. Das kann ich schon nicht machen, Richard. Der Bettler heißt übrigens Richard. Ja. Frag mich nicht, wieso, warum heißt du so, wie du heißt? Frag deine Mama. Der Richard hat keine Mama mehr. Es tut mir leid, ich kann ihn nicht fragen. Auf jeden Fall ist das der Richard. Und der Richard, der ist ein, es war ein Königssohn. Ja, ich glaube, sein Opa hieß Richard. Ja, also ist der Richard Junior. Aber alle sagen immer nur Richard. Aber scheiß drauf. Mal ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Ole, schalala. Aber scheiß drauf. Ups. Ich wollte wirklich, wirklich ausweichen. Ich hatte das ehrliche Bedürfnis auszuweichen, aber es hat einfach in dem Moment nicht funktioniert. Aber ist jetzt auch egal. Also, das war auf jeden Fall ein guter Lauf von mir. Ich bin sehr zufrieden. Das war nicht so viel Damage getaked. Das war auf jeden Fall gut und das war auf jeden Fall wieder ein bisschen seriöser gespielt. Mit weniger Problemen etc. pp. Ja doch, da bin ich auf jeden Fall mit zufrieden mit so. Der Durchlauf war super, ja. Natürlich war es ein starker Durchlauf und wir müssen an den Punkt kommen, wo wir auch die Schwachen wieder relativ sorglos gewinnen können. So, und dann kommen wir nämlich, wenn wir da nämlich ankommen, dann sind wir halt an dem Punkt, dass wir Streaks aufbauen können. Und man kann nach 5 Siegen sterben, man steckt da nicht immer drin, ja. Manchmal hast du einen Lauf und manchmal stirbst du. Da steckst du nicht drin in Isaac. Aber wir müssen einfach an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay,
wenn das Spiel jetzt nicht komplett crazy geht, dann kann ich das gewinnen. So, und dann sind wir auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg, endlich dort anzukommen, wo ich hin will. Ja. Und tatsächlich fangen die Ice Extremes jetzt auch bald wieder an. Ich weiß, ich sage immer bald und bald und bald. Oh, ich bin so froh, wenn ich endlich all das umsetzen kann, was ich mir vornehme. Es ist nur alles so ein riesiger Stapel und ich möchte einfach da vernünftig rangehen, wisst ihr? Damit ich halt einfach alles vernünftig hinkriege und nicht wieder alles so über einen Haufen schmeiß und am Ende mir wieder denke, what the fuck, Alter, jetzt ist der Haufen doch wieder ziemlich groß. Wisst ihr, das ist halt einfach so der Punkt daran. Das ist einfach ein sehr große, viele, viele, viele große Aufgaben. Ich sehe meine Herzen nicht, das ist nicht gut. Ich müsste noch 3 blaue Herzen mindestens haben. Oh, fuck, ey. Upsa, upsa, upsa. Aber scheiß drauf. Scheiß drauf. Husten machen wir nur einmal im Part. Ole, ole. Und schalala. Boom. Okay. Wir haben den äußerst seltenen Fall, ich weiß nicht, ob er wirklich so selten ist, aber wir haben auf jeden Fall den Fall, dass der Boss nicht in der Nähe vom Geheimraum ist. Was natürlich irgendwo ein bisschen schade ist. Weil durch... Ich wäre gerne in den Errorraum gekommen, gar kein Problem. Wäre ich gerne, ja. Aber ich hätte auch sehr gerne genommen, dass ich in den Geheimraum teleportiert werde und dann einfach beim Boss bin. Dann hätte ich gesagt, okay... Wir sind nicht in den Errorraum gekommen, also sind wir jetzt beim Boss. Okay, dann gehen wir jetzt einfach weiter und töten ihn und fertig. Ja. Es ist aber auch nicht schlimm, uns hier durchzukämpfen. Weil, ja, wir sind stark und es macht Spaß. Ja, wenn man stark ist, macht es Spaß. Bam, bam. Wir dürfen nur nicht sterben. Ja. Es ist eine kleine Gefahr, aber irgendwie besteht sie doch. Ja, nach den 2-3 Treffern, die ich hier auf der Ebene relativ einfach und blöd bekommen habe, ja, da habe ich gemerkt, okay, das ist vielleicht doch noch kein Instant-Win. Und du solltest dich ein bisschen konzentrieren. So, jetzt bin ich gerade wieder in dem Modus, wo ich mir denke, ja, locker easy von der Hüfte weg. Aber, ja, spiel jetzt vernünftig zu Ende, lieber Gornel. Und wenn der Errorraum sich nochmal zeigt, dann tu, also wir... Wenn es vollgeladen ist, gehen wir nochmal rein. Auf jeden Fall. The Sun. Okay. Oh mein Gott. Wir töten jetzt das Blue Baby. Und dann ist unser... Dann ist das Spacebar Item nochmal aufgeladen. Und wir werden es natürlich einsetzen. Ja. Ja. Ihr kennt mich. Wie soll ich in die Truhe gehen, wenn ich ja quasi würfeln. Es ist nicht der Würfel, aber im Grunde würfelst du ja trotzdem ein Stück weit, ne? Du würfelst halt um den Errorraum. Keine Ahnung, wie groß die Chance hier ist, aber ja, wenn ich diese Chance habe, dann möchte ich sie probieren. Und ab in die Kiste. Nein! Und wir kommen natürlich in den Errorraum. Ach ja. Oh, wir haben noch eine Sun-Karte. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Und eine Batterie. Und Lockdown. Und Gimpy auf jeden Fall. Und ihn auf jeden Fall. Und dann... Warum habe ich das gemacht? Ja gut. Ja gut. Das weiße Herz hätte ich jetzt nicht einsetzen sollen. Habe ich jetzt meine Sun-Karte mitgenommen? Ja, oder? Ja. Okay. Boah, was für Items, ey. Woo! Da freust du dich. Das ist ja eine Offenbarung. Und der Boss ist wieder am anderen Ende der Fahnenstange. Okay, das bedeutet, wir haben wieder die Chance, in den Errorraum zu kommen. Auf jeden Fall. Ein-, zweimal. Ist die Chance noch drin, denke ich. Oh, der Damage ist aber real. Und unsere Herzen sind auch okay. Schade, dass wir das weiße Herzchen eingesammelt haben. Das war relativ blöd von mir, aber... Ja, gut. Kann man mit leben. Ist okay.
Ich würde jetzt nicht ausrasten deswegen. Ja. Ich würde sagen, ist okay. Ich lebe damit. Kein Problem. Ich bin ein, ja, ein Mann von Welt. Ich kann damit sehr gut leben. Das wären so meine Worte. Ich bin wirklich ein Mann von Welt. Ja. Von. Ja. Von Welt halt. Was? Wer oder was ist ein Mann von Welt? Keine Ahnung, Alter. Ohne Spaß, keine Ahnung. Warum sagt er, ein Mann, der von der Welt ist? Ich bin von der Welt. Das kann ich bestätigen. Alter. Ich bin sowas von der Welt. Okay. Lieber Greedy, Guido. Ich würde dich gerne töten. Dankeschön. Die Poison Bombs habe ich schon. Ich weiß, mein Spacebar Item ist aufgeladen. Ich werde es auch sofort einsetzen. Ich will nur vorher einmal den Boss töten. Ja, also, wenn ich jetzt schon direkt vom Boss bin, entweder wir kommen jetzt in den Errorraum oder wir haben hier unser Ende gefunden. Außer der teleportiert mich so, dass ich nochmal einen Umweg gehen muss und dann es nochmal auflade. Aber ich denke, das What the fuck wird nicht passieren. Was hat mich da getroffen? Keine Ahnung. Okay. Okay. Ich glaube, das ist der Moment, wo man sagen muss, okay, Spiel, du hast gewonnen. Ich höre ja schon auf. Entschuldigung, dass ich Spaß hatte, Isaac, okay? Entschuldigung. Wirklich. Ich höre ja schon auf. Du kannst einfach was sagen, ey. Statt hier so zickig zu sein. Ne? Ah, scheiß drauf. Mann, das ist so eine Sucht. Nee, komm, jetzt haben wir auch so wenig Herzen. Ja, ist eigentlich... Scheiß auf die Herzen. Wir werden nicht sterben, oder? Das war dumm. Das war dumm. Okay. Jetzt sterben wir, glaube ich. Okay. Okay. Ich habe es verstanden, Spiel. Ich habe es verstanden, okay? Okay. Alles gut. Alles gut. Ich habe es verstanden. Aber da liegen noch zwei Räume auf meinem Weg. Und ich glaube, ich stolper aus Versehen abs. Upsa dupsa. Ich weiß gar nicht so genau, was ich gerne noch hätte. Ja, ich sollte... Wenn ich jetzt sterbe, wäre es so dumm. Es wäre einfach so dumm. Hallo. Eine Joker-Karte gefällig? Bob. Es ist das dritte Mal, dass ich die Bob-Bomben habe. Wow. Bin ich dumm? Ich hab mich verdrückt. What the fuck? Oh mein Gott. Applaus bitte. Applaus, Applaus für diesen Finisher. Ich wollte die Pille einsetzen und habe aus Versehen Leertaste gedrückt. Oh, ich habe nämlich schon überlegt, so ich dachte mir, da ist eine Bolts of Steel Pille. Wenn ich die Bolts of Steel Pille einsetze, dann kann ich mein Ding aufladen. Vielleicht finde ich den Wafer. Dann kann ich hier unendlich oft hin und her. Ich hatte schon voll die Pläne im Kopf. Ich habe darüber nachgedacht, Kinder zu kriegen mit Isaac. Ich wollte nie wieder gehen und dann passiert sowas, meine Freunde. Meine Güte, das war ein gewonnener Lauf. Ich habe ihn halt nur verkackt, ist doch egal. Wir hatten Spaß. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und schaut doch das nächste Mal wieder rein. Es würde mich sehr freuen. Heute kommt wahrscheinlich noch ein Part. Schaut auch da rein und unterstützt mich. Es würde mich sehr freuen. Es ist vor allen Dingen momentan, wo es ein bisschen kriselt, eine sehr, sehr große Hilfe. Einfach von jedem von euch, dass er einfach nur da ist. Und dafür will ich euch Danke sagen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.